Sie ist in diesem Sommer zum Gesicht der Protestbewegung in Russland geworden. Lubow Sobol gab am Vormittag in Moskau ihre Stimme ab. Sie selbst wollte kandidieren, wurde aber nicht zugelassen, wie Dutzende andere Bewerber aus den Reihen der Opposition zur Kommunalwahl in Moskau. Wir haben das Recht, unsere politischen Vertreter zur Stadtrats- und Gemeindewahl antreten zu lassen. Aber es wurde uns verboten. Damit wurde selbst eine scheinbar demokratische Wahl zu Grabe getragen. Bilder von vor einem Monat. Sobol wurde festgenommen, wie tausende andere im Umfeld anhaltender Proteste. Landesweit gingen Menschen fast wöchentlich auf die Straße. Ihr Vorwurf, oppositionelle Kandidaten seien nicht, wie offiziell behauptet, wegen Formfehlern ausgeschlossen worden, sondern aus politischen Gründen. Die Opposition rief dazu auf, dennoch zu wählen. Diejenigen Kandidaten, die möglichst unabhängig von Putins Regierungspartei Geeintes Russland sind. Putin selbst sagte nach seiner Stimmabgabe auf die Frage, ob auch er sich nicht mehr Vielfalt bei den Kandidaten wünsche. Es ist nicht wichtig, wie viele Abgeordnete gewählt werden, sondern welche Qualität sie haben. Ich hoffe, wir haben würdige Kandidaten. Am Abend zeichnete sich eine teils geringe Wahlbeteiligung ab. Bleibt es dabei, dann haben schwaches Wirtschaftswachstum sowie steigende Lebenshaltungskosten die Russen nicht mobilisiert, wählen zu gehen. Aussagekräftige Ergebnisse werden morgen erwartet.